Zum vorletzten Mal ist der Lecker aufs Landbus auf kulinarischer Tour durch den Südwesten. Auf die Silke! Silke bekocht heute die fünf Frauen auf ihrem Hof im Saargau. Es geht um das beste Landmenü. Wie wird die Gastgeberin wohl abschneiden? Kerstin Hellenthal von der Schwäbischen Alb hat ihr Dinner schon hinter sich. Ziegenbäuerin ist sie mit Leib und Seele. Zu Anja Freis Milchviehhof im Schwäbischen Wald gehören eine Molkerei und ein Lieferservice. Isabella Stewart ist erst seit 5 Jahren Bäuerin und hat sich damit einen Lebenstraum erfüllt. Beate Vollmeier aus dem Hegau liebt die Arbeit in ihren Weinbergen. Ihr Hof liegt in der Nähe des Bodensees am Hohen Twil. Brennmeisterin Ursula Basler aus dem Nordschwarzwald war das letzte Mal Gastgeberin. Heute darf sie wieder entspannen und genießen. Nahe der luxemburgischen Grenze liegt der Saargau. Die junge Landfrau Silke Fuchsen ist dort in dem kleinen Ort Kahren bei Saarburg zu Hause. Den Hof bewirtschaftet die Familie in der 5. Generation. Immer schon hielten ihre Vorfahren Milchvieh. Silke ist die Erste, die auch Käse macht. Ich hatte halt schon ganz früh halt auch den Kontakt zu den Tieren. Und ich hatte halt mit 3 schon meine Lieblingskuh. Und bin dann immer mit dem Stock, der 3 immer so groß war wie ich, dann mit Kühe holen gegangen. Und ist einfach mein Leben. Die Liebe zur Landwirtschaft und zu den Tieren teilt sie mit ihrem Mann Ronny und ihren Söhnen Leon und Lenny. Wir tränken noch gerade das Kälbchen fertig. Das hat irgendwie nicht so richtig Hunger heute. Für die Kühe ist hauptsächlich Ronny verantwortlich. Der ältere Sohn Leon packt mit seinen 9 Jahren schon fleißig mit an. 80 Milchkühe versorgen die Fuchsens. Im Sommer sind die Tiere auf der Weide beim Stall. Nebenan ist die kleine Bullenmast, die Familie noch hat. Ronny kommt ursprünglich gar nicht vom Bauernhof, aber das Leben mit Tieren hat ihn fasziniert. Ich wollte schon immer Landwirt werden, habe aber erst eine Straßenbauerlehre abgeschlossen und bin dann umgeschwenkt auf die Landwirtschaftsschule, habe Silke kennengelernt und da konnte ich meinen Traum verwirklichen. Mein Traum, Landwirt zu sein und gleichzeitig eine Traumfrau zu haben. Und das ist für mich eigentlich jetzt wirklich meine Erfüllung. Die jungen Landwirte sind auf dem Weg zum Melken. Ein liebgewonnenes Ritual für Silke und Ronny, diese Aufgabe so oft es geht gemeinsam zu erledigen. 2-mal am Tag ist es auch eine Gelegenheit, Zeit miteinander zu verbringen. Was für andere eher pure Arbeit ist, nutzen die beiden, um sich auszutauschen und runterzukommen. Also zusammen melken ist für uns immer so ein bisschen Entspannung, weil man ist mal für sich, man hat ein bisschen Ruhe und melken an sich, monotone Hintergrundgeräusche, ist eigentlich für uns so das Ruhigste am Tag sozusagen und macht halt Spaß zusammen. Lass mal die Letzten drin sein. Kriegst eine Dusche. Mit Ronny war mir ziemlich schnell schon klar, dass ich mit ihm wirklich mein Leben verbringen will. Weil er halt, ja, wir harmonieren super zusammen. Und gemeinsam lässt sich viel bewegen. So, springen wir noch den Bärlauch. Silke und ihre Mutter bestücken den Käsewagen. Heute ist Markttag. Renate ist auf dem Hof die helfende Hand. Wegen des morgigen Dinners fährt die Gastgeberin nicht selbst. Silke ist immer unter Strom, aber bei guter Laune. Und versucht auch immer allen gerecht zu sein. Und durch ihren Power mag man ihre Nervosität eigentlich nicht, obwohl so ein bisschen, glaube ich, ist da auch vorhanden. Dann sagst du allen liebe Grüße. Ich wäre gern selber gekommen. Und aber nächste Woche sehen wir uns wieder. Da werden einige sich freuen, wenn du wieder kommst. Genau. Also das Verhältnis von mir und meiner Mutti, das ist ein ganz inniges. Also wir haben uns
wirklich total gern. Und es ist auch so, dass wir eher schon fast Freundinnen sind, wie jetzt nur Mama und Tochter. Und ja, meine Renny, die ist halt überall mit am Start, wenn es brennt. Und das gibt einem echt viel. Also ich bin ganz, ganz froh mit ihr. Während Silkes Renny für sie auf dem Wochenmarkt einspringt, nutzt die Jüngste der Lecker aufs Landrunde die Zeit, Zutaten für ihr Menü zu besorgen. Der Salat ist die Basis für die Vorspeise mit ihrem Käse. Und auch Fleisch vom Hof spielt eine Rolle. Mein Menü für die Mädels besteht aus karamellisierten Birnen mit Ofenkäse im Speckmantel. Rinderfilet mit frischen Kräutern zur Hauptspeise. Und Joghurtcreme mit glasierten Aprikosen zum Nachtisch. Die restlichen Zutaten für ihr Dinner bekommt Silke in einem Hofladen im Ort. Hallo Christa. Hallo, guten Tag. Hi, ich brauche noch ein paar Sachen. Ja. Könntest du mir Eier geben? Ja. Hier besorgt sie auch eine besondere regionale Spezialität, den sogenannten Fietz, ein stark säurehaltiger Apfelwein. Dankeschön. Vielen Dank. Ein schönes Wochenende. Ja. Ciao, macht's gut. Danke, tschüss. Silke kümmert sich heute schon mal um die Beilage zur Hauptspeise. Zum Rinderfilet im Kräutermantel will sie selbstgemachte Gnocchi servieren. Die Köchin hat ein Faible für Mediterranes. Das verbindet sie gern mit ihrer Vorliebe für regionale Gerichte. So entstehen immer wieder neue kulinarische Ideen. Das Besondere an den kleinen Kartoffelklößchen, sie werden mit Silkes 3 Monate gereiften Schnittkäse veredelt. Ihr 4-jähriger Sohn Lenny ist neugierig, was die Mama da zaubert. Also ich wollte halt was mit Kartoffeln machen, aber einfach nur Salzkartoffeln fand ich halt langweilig und habe dann gedacht, probiere ich mich mal an den Gnocchis aus. Ich habe es noch nicht so oft gemacht, aber habe halt gedacht, ist meine Herausforderung und ich hoffe, dass sie nachher gut schmecken. Mit Lennys Hilfe klappt das bestimmt. Ich kann das auch von allein. Meinst du? Dann mach mal einfach. Ja, gut. Super. Schau ein bisschen rüber. Super. Oh, daneben. Einige Jahre ging Silke nebenher arbeiten. Heute genießt sie es, sich voll auf den Hof und ihre Kinder konzentrieren zu können. Wir haben zwar jetzt nicht so die Mega-Zeit für mit den Kiddies, jetzt jeden Tag ins Schwimmbad zu fahren, wie manche das nachmittags machen können. Aber trotzdem finde ich, ist es eine schöne Zeit, die wir haben, weil wir sind immer präsent, wir sind immer für sie ansprechbar. Sie haben viel Freizeit hier unten, die andere vielleicht nicht haben. Und von daher denke ich, ist das trotzdem alles okay so. Das macht auch der starke Familienzusammenhalt möglich. Denn obwohl Silke mit ihrem Mann schon jung den Hof ihrer Eltern übernommen hat, helfen alle Generationen zusammen. Silkes Vater, der aus gesundheitlichen Gründen den Betrieb schon früh übergeben musste, macht, was geht. Über jede Hilfe des Papas freuen sich die jungen Landwirte. Natürlich ist man auch dankbar, diese Verantwortung dann schon in so frühen Jahren anvertraut zu bekommen. Aber ich denke, wenn er jetzt sieht, was wir draus gemacht haben und so, also ich glaube, ihm gefällt's auch. Der Vater hat auch Silkes und Ronnys Plan, eine neue Käserei zu bauen, unterstützt. Ja, es war die richtige Entscheidung, die Silke und Ronny da getroffen haben. Und ich bin auch stolz auf die beiden. Silke ist mit ihren Käseleiben gerade umgezogen. Es hat noch viel Platz. Vor 5 Jahren begann sie mit dem Käsen. Das ist ihr Ding. Silke beherrscht ihr Handwerk. Die jungen Laibe liegen jetzt erst einmal in den Regalen und reifen. Silke weiß sicher, der Neubau wird sich lohnen. Wir haben jetzt ganz neu angefangen in der neuen Produktion. Und das sind jetzt die ersten 2 Chargen, die jetzt daraus entstanden sind. Und wir sind schon ganz gespannt, wie er dann in 5 Wochen schmecken wird. Das Einmaleins des Käsens hat Silke von Freund Pitt gelernt.
Bis vor kurzem nutzten sie gemeinsam seine Käseküche. Als Silkes Neubau fertig war, ist Pitt kurzerhand mit eingezogen. Hin und wieder käsen die beiden auch noch gemeinsam. Da haben wir ja heute Premiere, hör mal. Erste Mal Camembert in neuen Räumlichkeiten. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Kriegen wir schon hin. Mit genügend Lab wird das sicher klappen. Bei der Silke hat man von Anfang an gemerkt, dass das Käsemachen ihr richtig Spaß gemacht hat. Und alles, was dann natürlich Freude macht, macht man gut und gerne. Wenn wir Pitt nicht gehabt hätten, dann wäre wahrscheinlich hier der Laden schon dicht. Weil mit den Kühen alleine, das hätten wir nicht mehr lange durchgemacht. Also bei den Preisen und dann, wie sagt mein Mann dann öfter, andere Leute leben auch ohne Kühe und sie leben trotzdem. Also das wäre bei uns dann wohl auch so gewesen. Aber jetzt mit dem Käse hat man wirklich den Spaß dran und so kann ich mir das vorstellen, in Zukunft auch weiterzumachen. Der erste Camembert aus der neuen Käserei liegt jetzt noch eine Stunde im Salzbad. Herausholen wird ihn später Pitt, denn Silke muss wieder weiter. Am Ortsrand von Kahren wohnt ihre jüngere Schwester Anne, zu der sie ein sehr enges Verhältnis hat. Auch die Söhne der beiden, Lenny und Mark, sind die dicksten Freunde. Um ihren Gästen ein ganz besonderes Ambiente bieten zu können, baut Silke auf die Unterstützung ihrer Schwester. Hallo Anne. Hi. Dürfen wir vielleicht das Dinner bei dir auf der Terrasse machen? Für das ist so schön. Klar. Vor allen Dingen haben wir auch einen Blick runter auf den Stall und auf die Kühe. Ist das möglich? Ja, sicher. Ja. Nee, da können wir da ein bisschen Dekoration, ein bisschen was machen. Meinst du, machen wir am Tisch? Ich hab gedacht, können wir irgendwie was holen, was jetzt sowieso wächst und ein bisschen schön alles anrichten. Hier rundherum, kombiniert ein bisschen Blumen. Ja, willst du mir helfen? Nee, auf jeden Fall. Cool. Wir können Heuer machen, wir können also ein bisschen Heufeier hinstellen. Ja, das ist auch eine gute Idee. Ein paar Blümchen, Kerzchen. Ja, das macht sie schon. Das wird cool. Während sich die Frauen noch Gedanken über die perfekte Dekoration machen, arbeitet Ronny zu Hause am Gastgeschenk für die Ladies. Hier ist aber eben ein schöner Käsehobel. Hier wird ein Käse von uns drauf gespannt. Und wenn ich dann drehe, so, dann entsteht eine schöne Rose. Du bist ja schon dran. Fertig. Wow, cool. Die sieht echt genial aus. Da freuen sie sich. Hast du super gemacht, Schott. Ganz klasse, da freuen die mir das sich. Genial. Ich habe schon meinen Käse dabei. Denn natürlich sollen die Gäste Silkes Lieblingskäse als Souvenir mit nach Hause nehmen. Wunderbar. Schön. Deckel noch drauf machen. Super. Klasse, fertig. Schön. Das Hobby der Landfrau ist das Ausreiten auf ihrem Hengst Latino. Schon als kleines Mädchen waren Pferde für sie das Größte. Machen wir noch einen schönen kleinen Abendrundgang, ja? Bei entspannten Ritten durch ihre Heimat tankt sie Kraft. So auch heute, damit die Powerfrau morgen beim Dinner aus dem Vollen schöpfen kann. Ihre Tierliebe und die Begeisterung fürs Reiten hat Silke ihren Söhnen weitervererbt. Mama, darf ich mitreiten? Komm her. Papa hebt dich hoch, ja? Oh, wow. Halt du dich hier vorne am Knauf fest, okay? Na komm, dann gehen wir. Dann gehen wir. Komm, Rex. Die Kinder sind auch sehr verbunden mit den Tieren. Sie sind mit ihnen groß geworden. Sie haben keine Angst davor. Und ich denke, das ist ein gesundes Fundament, um halt eben mit der Natur groß zu werden und sie auch im Leben lang schätzen zu lernen. Der Tag des Wettkochens ist da. Doch Dinner hin oder her, das gemeinsame Frühstück lässt sich die Großfamilie nicht nehmen. Vier Generationen sitzen hier gemeinsam am Tisch. Denn auch Oma Lisbeth frühstückt heute mit und drückt ihrer Enkelin die Daumen.
Ein kleines Stückchen Normalität an so einem außergewöhnlichen Tag gibt Silke die nötige Sicherheit. Dieses gemeinsame Essen ist bei uns eigentlich fest integriert in jedem Tag. Und das soll auch heute so sein. Es gibt ein bisschen so das Gefühl, dass alles gut ist, alles ist ruhig. Und naja, so ist man gut gestärkt für den Tag. Denn der Besuch ist schon im Anmarsch. Oder besser gesagt, bei der Anfahrt. Oh, Sascha! Ja. Sektdusche. Also auf die Silke. Die fröhlichen Passagiere werden von Andreas chauffiert. Sie spekulieren schon, was sie bei Silke erwartet. Ich denke, die Silke, die hat Studenmilch. Ich denke, es wird ein großer Betrieb sein. Vielleicht hat sie sogar noch ein paar Weinberge, wer weiß. Sie braucht was, wo lebt. Und ich denke, so im Bereich, sag ich jetzt mal, Rind, Kühe oder auch Pferde, ja. Und sie hat so schön gepflegtes Haar, das kriegt man nur mit Stutenmilchprodukten. Überraschungen sind also garantiert. Zumal sich ja keine der fünf Frauen damit rechnet, dass das Dinner heute im Freien stattfinden wird. Ist schön geworden, gell? Ja, richtig cool. Für eine sommerlich bunte Tischdekoration legen sich die beiden Schwestern Anne und Silke voll ins Zeug. Natürlich ist der Gastgeberin gutes Essen wichtig. Aber auf ein stimmungsvolles Ambiente legt sie ebenfalls großen Wert. Mir kommt es darauf an, dass die sich auf den ersten Moment wohlfühlen. Die müssen ankommen, müssen denken, boah, schön, hier werde ich eine schöne Zeit verbringen. Und ich hoffe, dass uns das gelingt. Aber es sieht ganz gut aus. Also, wenn ich jetzt so ankäme, ich glaube, ich würde auch sagen, okay, hier bleibe ich. Jetzt kommen die Zauberkarten, die uns heute Abend hoffentlich Glück bringen, Silke. Die Gäste nähern sich dem Zielort und bewundern in der Zwischenzeit die malerische Weite von Silkes Heimat. Also ich kenne den Saargau überhaupt nicht. Es ist aber eine sehr, sehr schöne Gegend. Ich bin beeindruckt von dieser Weite des Landes. Hier gibt es im Prinzip alles. Hier gibt es Wein, hier gibt es große Getreideflächen, hier gibt es Wald. Das Freie, so dieser freie Blick finde ich eigentlich auch eine tolle Art von Landschaft. Ja. Das ist eine wunderschöne Gegend. In Silkes Küche ist nun die Vorspeise dran. Sie nimmt dafür Camembert-Scheiben, die sie später im Ofen bäckt. Vorher legt sie sie in Öl und Kräutern ein. Den Salat bereitet Renny, Silkes Mutter, vor. Die zwei helfen sich oft gegenseitig. Gemeinsam kochen, das ist allerdings auch für die beiden ungewohnt. Der Ofenkäse verträgt etwas Pfeffer und obendrauf kommt noch eine kräftige Portion getrockneter italienischer Kräuter. Stell sie mal zu den anderen im Kühlschrank. Können sie noch ein bisschen ziehen. Genau. Der Bus kommt immer näher. Die Frauen rätseln, was es an diesem Sommertag wohl Passendes zu essen geben könnte. Ja, es ist irgendwie ganz heiß zurzeit und man hat natürlich irgendwie Lust auf was ganz Frisches. Viel Gemüse, viel Salat, nichts Schweres. Wenn es geht, kein Fleisch, aber es gibt bestimmt Fleisch oder meistens. Was Schönes, Frisches, zum Beispiel eine Forelle, wäre sehr lecker. Salat oder eine kalte Suppe, könnte ich mir gut vorstellen. Und natürlich zum Hauptgang Rind oder Fisch. Eins ist klar, die Runde braucht eine Erfrischung. Da kommt Silkes Fietz-Cocktail sicher recht. Eine besondere Variation einer regionalen Spezialität, dem sogenannten Fietz. Das ist ein Apfelwein, der hier in der Gegend besonders beliebt ist. Weil halt hier eine ganz starke Population noch mit alten Streuobstwiesen ist, ist das halt für diese Region typisch. Orangen-Maracuja-Sirup und Fietz wird mit Mineralwasser aufgegossen, damit der Cocktail eine leichte Erfrischung bleibt. Der besondere Kniff am Schluss, ein Rosmarinzweig. Noch wirkt Silke recht gelassen. Geht noch, ja. Ich glaube, nachher vielleicht, wenn dann mit dem Kochen losgeht und vielleicht irgendwo hakt. Ich hoffe, dass das nicht passiert. Aber ich glaube, dann werde ich nervös. Im Moment geht es noch. Im Moment freue ich mich eigentlich, dass sie gleich da kommen. Und ja, kann losgehen. Bin startklar.
Und der Oldtimer-Bus ist hoffentlich schon auf der Zielgeraden. Der Fietz-Cocktail soll ja nicht warm werden. Bei den fünf Frauen ist die Spannung groß. Endlich, der Bus nimmt die letzte Kurve. Also dann, Mädels, ich mache mich jetzt ab in die Küche. Ich habe ja süß noch ein bisschen was zu tun. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Hofführung mit Ronny dann und drück euch die Daumen, dass es nachher was Leckeres zu essen gibt. Also dann, macht's gut, bis später dann. Etappe 1 der Hoftour. Der Aussichtsturm auf dem Hostenberg, gewissermaßen das Wahrzeichen von Karen. Oben können die Gäste die Aussicht genießen und noch eine kleine Erfrischung zu sich nehmen. Jetzt darüber, das Luxemburg ist ca. 8 Kilometer von hier. Sind wir auf der Grenze? Ja, ja. Ja, wenn wir hier jetzt so stehen und die Aussicht hier genießen, das ist echt ein Stück Heimat von uns, von Silke und mir. Also hier sind wir auch schon abends mal öfters hoch und haben einfach die Ruhe genossen, den Weitblick genossen, auf unsere Felder geschaut und auch viel nachgedacht, was wir schon jetzt erlebt haben, schon zusammen. Dass die beiden da oben wirklich Energie tanken, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Da wird man richtig neidisch. Also so ein Turm, hallo, wer hat das in der näheren Umgebung? Also es ist ja super. Und wo der Ronny dann erzählt hat, dass die zwei da so ein bisschen ein Liebesnest da oben haben und ab und zu mal hochgehen, dann hat man sich noch umso besser gefühlt. Sag mal, Ronny, ja. Wo hast du die Silke kennengelernt und wie? Wir haben uns auf der Landwirtschaftsschule kennengelernt. Und dann hat sie mich geschnappt und mit hier hingeholt. Die Runde lässt sich den Obstsalat, den Silke hier für ihre Gäste platziert hat, schmecken. Das tut gut bei der Hitze. Bei der Köchin hingegen ist von Abkühlung keine Spur. In der Küche kommt jetzt die Bratpfanne zum Einsatz. Na, besser schwimmt, wie wenn Dreck da rein. Das Rinderfilet für den Hauptgang brät Silke kurz von allen Seiten an, damit sich Röstaromen entwickeln. Später kommt das Filet für gut 90 Minuten in den Ofen. Mutti, was meinst du? Soll ich dir den hier schon mal rüberlegen? Dann kannst du ihn schon mit Senf einreiben. Und der hier, glaube ich, kann noch so lange hier warten. So. Schön. Gut, schau da aus. Der Senf soll im Ofen schön ins Fleisch einziehen und der Kruste eine würzige Note verleihen. Die Kräuter will die Köchin erst ganz am Schluss, kurz vor dem Servieren, dazugeben. Riecht schon gut. So. Könnt schon reinbeißen. Na, na, na. Beherrschen Sie sich. So, dann mal rein in die Röhre, oder? Machst du auf? Mach dir auf. So, rein in die Röhre. Besten kriegst du. Ja? Ja. Okay. Ich höre auf dich. So ist das ja nicht. Das finde ich gut. Also das Fleisch in dieser Art und Weise jetzt zu machen, halt nur anzubraten und nachher im frischen Kräutermantel zu servieren, ist eigentlich auch wieder so eine Sache à la Silke. Farbe muss her. Die Kräuter wachsen direkt vor der Haustür. Im Beet findet sie den würzigen Thymian für die Kräuterhülle. Dazu kommt später noch Petersilie. Unser Eigenfleisch holen wir natürlich auch aus. Zurück von der kleinen Wanderung stellt Ronny den Frauen als nächstes den jüngsten Nachwuchs der Fuchsens vor. Das Kälbchen ist gerade mal eine Woche alt. Das kommt jetzt morgen hier raus. Das ist ein Fleckviehkalb, das ist eine bayerische Rasse. Und wir haben uns vor 10 Jahren dazu entschieden, weil die einfach von der... Ja, und die sind noch gesünder.
Die sind einfach gesünder. So, die geben nicht den letzten Liter Milch, das wollen wir gar nicht. Wir wollen gesunde, starke Kühe. So. Anja, fühlst du dich wohl? Denke ich doch. Ist doch deine Welt, oder? Also es ist ja wirklich was ganz Süßes. Unser Jonas, der hat wirklich eine Phase gehabt, der hat also unbedingt so Kälbchen haben wollen auf dem Hof bei uns zu Hause. Und das kann man jetzt wieder so richtig an Erinnerung, das ist ja wirklich was, also so was Herziges und Schönes. Als nächstes führt Ronny die Ladies in Silkes Reich, die neue Käserei. Jetzt ist Einsatz in der Käseküche gefragt. Oh, Mädels. Wow. Sauer Käse. Jetzt zieht mal die Handschuhe an und dann holen wir einen Camembert raus. Kann es sein, dass es heute Abend ich verpacke den Camembert? Gemein. Vielleicht. Ja, gut aus. Ja, genau. Legen wir schön hier hin. Die erste Lage erstmal voll. Die erfahrene Käserin Kerstin ist gleich voll in ihrem Element. Sie weiß, bei diesem Arbeitsschritt gilt es, keine Zeit zu verlieren. Der wird zu salzig, der muss jetzt raus. Ihr macht das hervorragend, ich bin stolz auf euch. Die schwimmen immer, oder? So, weil ihr das jetzt so toll gemacht habt, habe ich noch eine kleine Überraschung für euch. Doch auch so hat die Führung die Frauen schon schwer beeindruckt. Also mir hat am besten die Käserei gefallen, man hat richtig gespürt, dass es so das Herzblut ist. Sie haben den Betrieb ja noch nicht ganz so lang, aber da haben sie was Gemeinsames aufgebaut und da hat alles drin gesteckt, die ganze Liebe. Und die steckt Silke natürlich auch in ihr Menü. So, auf geht's, Möhren schälen. Und, kommst gut klar mit dem Teil? Ich hab's noch nicht probiert. Renate vertraut eher auf traditionelles Küchenwerkzeug. Was den modernen Keramikschäler betrifft, ist sie skeptisch. Da muss ich mich mal dran geben, hier. Das Hightech-Teil hier. Obwohl Renate auch eine erfahrene Köchin ist, heute ist die Tochter die Chefin. Gewohnt bin ich's nicht, aber mir macht es heute auch Spaß, mal die zweite Geige zu spielen, weil dadurch bei mir nicht die Verantwortung liegt, ob's glatt geht oder schief. Na, hoffen wir mal, Beste. Statt einer schweren Bratensoße gibt es zum Rinderfilet vom eigenen Hof bei Silke ein fruchtig leichtes Möhrenmus. Ihre Eigenkreation basiert auf einem Rezept für einen veganen Brotaufstrich. Das hat die experimentierfreudige Köchin kurzerhand abgewandelt und verfeinert. So, Mutti, hast du alle gezupft? Jo. Ja, mit wunderbar. Mit viel Liebe. Mit viel Liebe? Oh Gott, da muss man ja rausschmecken, hör mal. Eben. Da muss ich den Rest auch noch gerade mit. Schaufe. Kannst du mit Salz noch bringen? Ja, super, danke. Zu den angedünsteten Zwiebeln, den Karotten und Tomatenmark kommen noch frische Kräuter. Beim Essen spielt bei Silke auch die Optik immer eine wichtige Rolle. Ich wollte halt irgendwas, was noch einen farblichen Akzent halt eben gibt. Und dann, weil es halt die letzten Tage und auch heute ziemlich warm ist, gibt der Möhrendip dann natürlich auch so ein bisschen was Frisches mit. Also es ist halt so ein bisschen wie Rohkost, also auch noch ein bisschen Biss dahinter. Und macht dann halt eine schöne Mischung aus Fleisch und diesen Gnocchis. Eine runde Komposition soll auch die Vorspeise werden. Die Schinken-Camembert-Päckchen müssen gleich noch in den Ofen. Renate kommt jetzt schon in Versuchung. Der Schinken riecht schon richtig gut. Kriegt man schon Hunger, hä? Mhm. Ja, ich krieg noch was, du nicht. Boah, jetzt wäre aber gelacht. So, Mutti, sind fertig. Super. Machst du mir auch? Schön sieht's aus. Dann stellen wir sie dazu. Und einen. Aber das Fleisch sieht auch schon gut aus, oder? Ja. 10 Minuten noch, bis der Ofenkäse fertig ist. Riecht auch schon gut. Ja. Wunderbar. Ronny ist mit den Frauen bei der letzten Station der Hofführung angelangt. Das Geschenk bekommt ihr natürlich auch. Oh, und da haben wir was vorbereitet. Oh, ja. Den kriegen wir als Geschenk. Ja, klar. Ja. Das ist der Hammer, oder? Ja, ja. Das ist echt der Hammer. Das Gastgeschenk war eine riesen Überraschung. Tête à moi, kenne ich von Frankreich. Das wird dort serviert zu einem Aperitif. Und das hat mich riesig gefreut. So, ich würde vorschlagen, wir stellen den da hin und jeder probiert mal. Genau, das fehlt mir. Es werden schöne Rosen. Mhm.
Also wenn ich da heimkomme, dann müsste alle am Rad drehen. Ich glaube, der Käse ist in 0, nichts weg. Gerade Kinder mögen das gern. Wir haben das früher viel gemacht, als die Kinder kleiner waren. Die finden das ganz toll, mit dem Rädler zu drehen und einen leckeren Käse zu essen. Ja, das ist so eine nette Sache. Und ich habe meins verschenkt und hatte keins mehr und jetzt habe ich wieder eins. Das ist ganz toll. Dann dürfen die Gäste noch mal ein kleines Stück spazieren gehen. Entlang der Rinderweiden führt der Weg zur idyllisch gelegenen Dinnertafel. Ja, wir haben den Platz für euch gewählt, da ihr unsere schöne Naturlandschaft noch gleichzeitig mit bewundern könnt. Zum ersten Mal in diesem Jahr nehmen die Frauen bei Lecker aufs Land an einem festlich geschmückten Tisch im Freien Platz. Die Dekoration auf dem Tisch war natürlich superb. Die hat einen umgehauen, die war sehr schön gemacht. Total liebevoll, diese zarten Rosen und die Hortensien, wo mitverarbeitet waren. Es waren schöne Blumengestecke drauf, es war sehr einladend. Nicht nur die Dekoration beeindruckt die Gäste schwer. Der absolute Mega-Ausblick, das war so richtig, boah, Freiheit pur. Und dann auch der Platz, das war so richtig schön angelegt, die Deko. Es war wirklich absolut ein Erlebnis. Ja. Gib's einfach weiter. Ja. Ja. Super, danke. Danke dir. Oh, wird dir was ausmachen, wenn wir tauschen mit der Sonne? Ja. Ja, oh, kein Problem. Danke. Können wir machen. Danke dir. Ich lasse dir auch deinen Pulli direkt so. Oh, dann riechen die auch noch. Super. Du hast angefangen. Oh, danke dir. Ja, gerne. Schön. Oh. Dann sind wir mal gespannt. Silke brät inzwischen Birnenschnitze für die Vorspeise kurz an. Die sind das süße Pendant zum herzhaften Ofenkäse. Traf ich den Zeitpunkt nicht verpassen zu wenden. Nee, sonst haben wir ein Problem. So much. Mit braunem Zucker werden die Birnen karamellisiert und anschließend auf einem grünen Salatbett angerichtet. Daneben die Schinken-Käse-Päckchen und für den besonderen Crunch geröstete Walnüsse. So ein bisschen Schmackes oben drauf. Oh, gut ist. Und dann hoffen wir, dass es schmeckt. Und los geht's. Hallo Mädels. Hallo. Da sind wir endlich. Köche. Geht es euch noch gut? Ja. Ich lebe auch noch. Guck mal, Isabella, ich reiche dir mal gerade hier an. Ich hab euch schon vermisst. War schön heute? Ja. Ja? Sehr schön. Ja. Hat der Ronny euch schön rund geführt? Ja. Ja, hat er gemacht. Super. Lasst es euch gut schmecken, gell, bevor es kalt ist. Guten Hunger. Danke. Ich habe hier zur Vorspeise einen feinherben Weißburgunder von einem befreundeten Weingut. Und den möchte ich euch jetzt geben. Oh, gerne. Danke, Ronny. Trinken ist auch von euch? Nee, Schwein habt ihr ja nicht. Quatsch, nee, der ist vom Nachbarn. Vom Nachbarn? Echt? Nein. Das ist eine ganz große Familie hier, gell? Mhm. Ganze Dorf ist eine Familie. Schön. Ganz tolle Kombination. Ja. Das freut mich. Das ist kükenlecker. Kükenlecker, das ist aber lieb von dir. Hoffentlich geht's so weiter. Hoffentlich auch. Stoß mal an, oder? Ja, ganz Prost. Auf euch. Ich bin so froh, dass ihr da seid. Sonnigen, schönen Tag. Das hast du bald hinter dir. Ja, noch zweimal in die Küche und dann ist Relaxen angesagt. Ich bin froh, genau, dass wir wieder alle zusammensitzen. Dann feiern wir mit dir. So, Mädels, ich würde zwar noch gerne bleiben und mit euch quatschen, aber da wartet noch was im Ofen auf mich. Mm. Und das wartet auch auf euch. Und von daher verabschiede ich mich jetzt in die Küche. Ich freue mich. Okay? Später. Auf den nächsten Gang. Bis später. Ja, so die Kombination von süß und herzhaft, das ist absolut mein Geschmack. Die Vorspeise, die war zum einen sehr erfrischend und zum anderen hat der Camembert mit dem Schinken sehr gut harmoniert. War sehr lecker. Ein bisschen dominant den Schinken. Leider, weil der Käse ist nämlich ganz lecker. Ich habe es dann ausgepackt und den Käse erst gegessen und dann den Schinken. Genau. Einfach um dieses Aroma vom Käse ein bisschen zu haben. Welcher Eindruck bei den anderen Frauen wohl vorherrscht? Wie immer wird nach jedem Gang abgestimmt. Geheim, versteht sich. In
der Küche verrührt Silke gerade Thymian und Petersilie mit Salz und Pfeffer, Knoblauch und Öl. Das wird gleich der Kräutermantel fürs Rinderfilet. So. Kräutermantel kann losgehen sozusagen. Voilà. Super, sieht schön gut aus. Ich lasse den Ofen mal noch an. Mhm. Doch das ist eigentlich nicht nötig, denn das Rinderfilet zieht samt Kräutern nur noch etwas in Alufolie. Kräuter ist immer frisch und sieht immer so schön erfrischend aus, gell? Mhm. Den grünen Mantel verpasst Silke ihrem Filet aus gutem Grund erst ganz am Schluss. Wenn man die Kräuter vorher drauf tut und dann noch in den Ofen schiebt, dann ist nachher alles Ton in Ton, sagen wir mal so. Und halt die andere Lösung dazu ist, die Kräuter erst später drauf zu tun und das Fleisch einfach noch ein bisschen ruhen zu lassen. Man hat die ganzen Aromen von den Kräutern dann noch auf der Zunge und es macht auch optisch was her. Zum Filet reicht sie die selbstgemachten Gnocchi. Sorgfältig richtet sie dazu ihren Möhrendip in Herzform an. Die am Vortag zubereiteten Gnocchi müssen nur kurz in heißem Wasser ziehen. Sie sind fertig, wenn sie an der Oberfläche schwimmen. Das Wasser darf nicht mehr kochen, wenn man die Kartoffelklößchen hineingibt, sonst zerfallen sie. Ein spannender Moment, die Fleischprobe. Ist das Filet innen noch zart rosa? Ja. Wunderbar. Du fängst. Fertig ist das Hauptgericht. Es geht weiter. Leichte Kost an warmen Tagen. Oh, mit Herz. Ja, guck schön mal. Mit Herzchen. Mit Herzchen. Oh. Bitte schön. So, lasst es euch schmecken. Danke. Danke. Guten Appetit. Zum Guten. Ein Herzform. Mhm. Schweigsamer Genuss. Ein gutes Zeichen. Nur wirklich lecker. Müsst ihr ja zuholen. Also ist wirklich eine Bereicherung, das Ganze. Mhm. So als Tipp zum Fleisch. Ne? Mhm. Und auch zum Gnocchi. Also passt eigentlich zu beidem sehr gut. Wir waren heute mit deinem Schatz in einem Turm. Mhm. Ist das dein Weg zum Markt? Ja, genau. Ich fahre da öfter rüber dann. Mhm. Und ist halt so ein kleiner Ruhepunkt, bevor es dann nochmal zu Hause weitergeht und ja, in die Arbeit. Das ist meine Insel. Ja, die braucht man aber auch zwischendurch. Mhm. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man so ein bisschen Auszeit dann einfach mal wieder zum Auftanken, gell? Moment, nur ein paar Minuten so. Ja, das reicht dann auch. Und dann kann man wieder in die volle starten. Genau. Das ist also schon wichtig. So, meine Lieben, Hauptgang haben wir durch. Ihr wisst, was jetzt noch auf euch wartet. Ich verabschiede mich noch mal in die Küche und wünsche euch noch viel Spaß weiterhin. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Ja, das war jetzt fein. Ja. So Rinderfilet ist halt einfach was sehr Hochwertiges und ja, Krönung. Zart war's. Zart, ja. Also Rinderfilet und dann noch so serviert, das war natürlich ein Schmackes. Das war fein. Richtig extravagant. Beim Hauptgericht fand ich die Mohrrüben den absoluten Knaller. Das habe ich so noch nicht gegessen und das hat richtig, richtig gut geschmeckt. Und wieder müssen die Ladies die Stifte zücken. Konnte Silke bei allen Gästen mit ihrem Hauptgang punkten? Während die Damen noch abstimmen, wird in der Küche schon das Dessert zubereitet. Schlag so ruhig fest. Doch, das ist okay. Zur Joghurt-Sahne-Creme gibt es in Honig glasierte Aprikosen. Damit Silke in aller Ruhe ihren Nachtisch zubereiten kann, bekommt sie gleich unverhoffte Unterstützung. Um den Gästen die Wartezeit zu verkürzen, legt sich Ronny nämlich noch einmal voll ins Zeug. Klasse. Darf ich mich zu euch kommen? Ja, komm in unsere Mitte. Ich denke, auf so einen schönen Tag wie heute singen wir das Lied. Ja. Wir singen nicht alles, aber fast alles. Fast. 2, 3.
Tag, so schön, da schön. Das mit dem Akkordeon, das war richtig nett. Das ist einfach so zwischen den Gängen, einfach so Auflockerung. Das ist immer schön. Das Akkordeon gefällt mir sowieso richtig gut. Das macht Stimmung. Das ist einfach, ja, jetzt so ein Schmiss. Und das ist einfach, das ist richtig schön, ja. Wenn man das kann, ich beneide es immer. Während Ronny die Frauen draußen bei bester Laune hält, schwitzen Silke und Renate heute ein letztes Mal in der Küche. Die Creme aus Joghurt mit Sahne wird nicht nur durch glasierte Aprikosenschnitze ergänzt. Silke garniert ihren Nachtisch außerdem noch mit Physalis, Himbeeren, gerösteten Walnüssen und frischen Minzblättern. So, jetzt haben wir's. Wow. Ja, fertig. Lecker. Auf geht's zum letzten Gang. So, bis später, Mutti. Viel Glück. Danke. Ja. Ciao. Tschüss. Hallo, ihr Lieben. Da sind wir wieder. Jetzt gibt's Nachtisch. Yummy, yummy. Extra für die Frauen hat Silke zum ersten Mal selbst Joghurt angesetzt. Also, dann haut rein. Versuchskaninchen. Guten Hunger. Sie ist gespannt, ob den Gästen ihr leichtes Sommerdessert schmeckt. Die Quark-Sahne-Creme war wirklich sehr, sehr fein, feingliedrig, cremig, also richtig zart im Gaumen. Es war sehr fein. Das Einzige, was ich mir gewünscht hätte, dass diese Nüsse über den ganzen Joghurt verteilt gewesen wären, weil das hat richtig, richtig gut geschmeckt. Silke, wie ist das so mit dir und dem Ronny? Seid ihr so ein klassisches Team oder wie sind die Rollen aufgeteilt bei euch? Also bei uns ist es schon so, dass jeder so seinen Aufgabenbereich hat. Ronny hat halt den Kuhstall und die Außenwirtschaft und ich habe die Käserei, Haushalt und Kinder sozusagen. Aber so Entscheidungen, die anstehen, die treffen wir eigentlich immer dann trotzdem zusammen. Wir sind da auf einer Augenhöhe, würde ich sagen. Aber passt super. Haben selten Streit. Hat es euch denn geschmeckt? Lecker. Ja? Ja, das ist schön. Lecker. Gut. Sehr gut. Das freut mich. Das stößt mal einmal an, würde ich sagen. Ja. Prost, ihr Lieben. Oh. Schön, dass ihr da seid. Prost. Jetzt darf sich Silke endlich feiern lassen. Oh ja. Hallo. Komm her, lasst euch drücken, Hand gepackt. Schön. Geschafft. Danke. Genial. Cool. Ich bin super froh und glücklich. Ich hab's geschafft. Und ich habe irgendwie das Gefühl, die sind auch richtig gut drauf. Und ich glaube, hat alles gut hingehauen. Ein letztes Mal nehmen die Gäste die Bewertungskarten zur Hand. Gleich wird sich zeigen, ob sich Silkes positiver Eindruck bestätigt. Hallo, Leon. Ja, hallo. Ey, sammeln wir jetzt die Karten. Ja, das ist aber lieb von dir. Cool. Insgesamt kommt Silke auf 114 Punkte. Damit führt immer noch Anja. Herzlichen Dank für die schöne Führung. Ja, super. Schön, dass es gefallen hat. Vielen Dank. Ciao. Schön. Schön, dass es gefallen hat. Ja, super. Ciao, noch einmal. Tschüss. Das nächste Mal kommen die Landfrauen zu mir zum großen Finale auf das Weingut. Und da freue ich mich drauf. Tschüss. Ciao. Macht's gut.